Hallo Leute, ich bin's GigaLP und heute stelle ich euch mal alle Skywars Achievement auf dem GommelHD.net Server vor. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich direkt mit dem ersten Achievement an und das wäre nämlich First Blood. Ja, kann man sich ja fast denken, tötet in einer Runde als erster einen Spieler. So, First Death, ja genau dieselbe Sache, eigentlich nur anders. Sterbe in einer Runde als erster Spieler. Ganz schön kalt hier. Töte einen Spieler mit einem Schneeball. Lebewohl, töte dich in einer Runde selbst. So, Leute, da müsst ihr jetzt aufpassen. Da habe ich lauter Kommentare bekommen, dass es bei den Leuten nicht funktioniert. Ich habe vom Jörkal einen Tipp bekommen, nämlich, dass man es mit TNT machen soll. Also ich habe es nämlich auch mit TNT gemacht. So, es ist schon ziemlich lang her und deswegen wusste ich es nicht mehr genau. Aber man darf es nicht mit einer Druckplatte machen, sondern mit einem Feuerzeug. Ihr müsst es mit einem Feuerzeug auslösen und dann euch mit dem TNT selbst in die Luft sprengen. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Ich kann es ja leider nicht ausprobieren, weil ich das Achievement ja schon habe. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es bei euch so funktioniert hat. So, wo waren wir genau? Bei das ging aber schnell. Gewinne ein Spiel innerhalb von 7 Minuten. Das war knapp. Gewinne einen Kampf mit einem halben Herzen. Crafter, crafte die Holz. Bester Mann, gewinne einer Skywars 16er Runde. Grüße aus dem Jenseits, töte einen Spieler, obwohl du schon tot bist. Sniper, treffe einen Spieler in 30 Blöcken Entfernung. Und Leute, das ist übrigens das letzte Achievement, was ich mir geholt habe. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht übrigens. Ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht habe ich das sogar in der Beschreibung verlinkt. So, Zauberer, verzaubere ein Item in einer Runde. Schildkröte, laufe in einer Runde 60 Blöcke geduckt. Sortiert, werfe 100 Items aus deinem Inventar. Ich weiß nicht genau, ob das gilt, wenn man zwei Stacks wegwirft. Ich glaube nicht, man muss 100... Also verschiedene Items wegwerfen. Also man kann nicht einfach zwei Stacks auf einmal droppen, das geht glaube ich nicht. 100, einzelne Items, glaube ich, meine ich. Per Play, schreibe nach einer Runde GG in den Chat. Sollte man ja eigentlich immer machen. Ne? Also solltet ihr ja eigentlich schon haben, wenn ihr der Spieler zu. Nee, angebrannt. Sterbe an Feuerschaden. Tollpatsch, sterbe an Feuerschaden. Erster Lock, baue den ersten Lock in einer Runde ab. Ungeziefer, töte einen Silberfisch. Da gibt es nämlich auf der Map Wave, glaube ich, gibt es Silberfischblöcke. Da könnt ihr auch mit TNT diese in die Luft sprengen und da werden ziemlich schnell Silberfische rauskommen und die könnt ihr töten. Und ich glaube, soweit ich weiß, gibt es auf Castle auch welche. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, Enderman, werfe eine Enderperle. Kohle, Kohle, Kohle. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, nämlich halte 64 Kohle im Inventar. Das war ziemlich verbuggt bei mir, aber ich habe es einfach bisschen im Inventar gehalten, bin an den Crafting-Table gegangen und dann hat es funktioniert. Miner, baue 50 Erze ab, mehr Equipment, plündere eine Kiste aus der Mitte. So, da haben mir auch viele Leute geschrieben, dass es bei denen nicht funktionieren soll, aber bei mir hat es tadellos funktioniert. Vielleicht ist es jetzt verbuggt, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Es kann auch sein, dass es auf manchen Maps verbuggt ist, das könnte ich mir plugin-technisch vorstellen, aber sonst weiß ich es jetzt nicht. Luxus-Craft, ein Diamantblock, auf ein neues, kauf dir ein neues Kit. Angler, crafte dir eine Angel, Sprengmeister, zünde 10 TNT in einer Runde. Terminator, töte 10 Spieler in einer Runde. Da habe ich übrigens auch ein Video dazu gemacht. Ich meine, ich mache hier die ganze Zeit Werbung für mich selbst, aber ich meine, wieso sollte man das nicht tun? Auf jeden Fall, töte 10 Spieler in einer Runde. Das war ziemlich hart. Das habe ich ziemlich lange gebraucht, um dieses Schiff zu bekommen. Aber am Ende habe ich es dann doch geschafft und ich glaube, ich habe es mittlerweile schon zweimal geschafft. Einmal 11 Kills und noch einmal 11 Kills, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber naja, Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Falls ihr sie noch nicht kanntet, das ist meine Katze Kitty, sie pennt gerade hier. Während ich das Video schneide, hier gerade auf meinem Schreibtisch chillt sie hier rum. Ja, kann man sich mal gönnen, oder? Also, ciao, Leute.